Hallo und willkommen zurück bei Spur Endlich Stadt H0. Ich bin so unsagbar dankbar. Warum das so ist? Der Grund dafür ist einfach, aber zweifach. Ihr seid der Wahnsinn und ihr seid 2000 davon. Erstens, gestern habe ich erstmals die 2000 Abonnenten-Schallmauer auf meinem YouTube-Kanal durchbrochen. Und das nicht mal 11 Monate, nachdem ich mit einem völlig verwackelten Handyvideo gestartet bin. Dafür ein herzliches Dankeschön, das hätte ich wirklich nie erwartet. Der zweite Grund, weil mittlerweile so viele meine Videos sehen, habe ich nach meinem letzten Video erfahren, was das Besondere an dieser Modellbahner-Community ist. Wer das Video gesehen hat, ich verlinke es oben rechts in der Infokarte, weiß, dass ich doch recht verzweifelt war, weil nichts mehr funktioniert hat und ich befürchten musste, dass meine Z21 nicht mehr funktioniert. Ihr habt mir in zahlreichen Kommentaren unter dem Video erklärt, was ich wie ausprobieren könnte, um Fehler auszuschließen. Ich bekam diverse E-Mails und sogar Anrufe von euch und was soll ich sagen, ihr habt mir wahnsinnig geholfen und was natürlich besonders schön ist, die Anlage läuft wieder. Doch bevor ich das gleich genau erkläre, was ich da gemacht habe, habe ich noch was Besonderes für euch. Am morgigen Freitag, den 13. November, und nein, ich bin nicht abergläubisch, geht meine erste Spur in Nachrichtensendung hier auf YouTube online. Damit ihr das nicht verpasst, ein Hinweis an die meist über 60%, die meine Videos schauen, ohne meinen Kanal abonniert zu haben, klickt doch mal unten rechts auf das Abo-Symbol, aktiviert die graue Glocke und dann bekommt ihr auch sofort mit, wenn ein neues Video von mir erscheint. Die Idee, eine Art Nachrichtensendung für die Spur N zu produzieren, hatte ich schon vor vielen Wochen. Aber nun habe ich meine Überlegungen endlich mal in die Tat umgesetzt. Grund dafür waren neben den bevorstehenden 2000 Abonnenten auch das Telegram-Videoformat von Matthias Lobig hier auf YouTube, welches er seit kurzem regelmäßig veröffentlicht. Denn was Matthias hauptsächlich für die Spur H0 macht, wollte ich ohnehin nur für die Spur N machen. Matthias und ich haben uns auch schon ausgetauscht und wir hoffen, dass wir beide euch in Zukunft mit spannenden Informationen, jeder auf seine Art und Weise, versorgen werden. Ich bin gespannt, ob euch dieses Videoformat überhaupt gefällt und ob ihr das auch in Zukunft sehen wollt. Also Freitag, morgen wieder einschalten. Nun aber zu dem, was nach meinem letzten Video hier wirklich alles geschah. Ich muss ja zugeben, dass ich nach dem Wochenende wirklich die Lust verloren hatte, den Fehler weiterzusuchen. Und manchmal ist es dann auch ganz gut, wenn man alles etwas liegen lässt und dann mit etwas Abstand wieder weitermacht. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ich habe mir also dann Mitte letzter Woche eure zahlreichen Kommentare angeschaut und auch ein paar Tipps von Louis von Enthusiamoba, die er mir telefonisch durchgegeben hat, beherzigt. Ein großes Dankeschön auch an Ben's Little Africa, der für mich 4 Videos erstellt hat. Erstens, wie er seine Flexgleise verlegt, wie er Kabel anlötet, wie man einen Kurzschluss bei den Pico-Weichen verhindert und wie man MTB-Motoren an die Digi-Kais anschließt. Was soll ich sagen? Ich habe alles gesehen und geübt und vor allem das Löten und jetzt läuft es. Aber einer der Hauptgründe, warum es jetzt beim Löten besser funktioniert ist, dass ich ein neues Lötzinn gekauft habe und das andere wahrscheinlich bisher einfach nur nicht gut war. Jetzt habe ich Elektroniklot und es läuft damit so viel besser, dass ich alle Schienenverbinder an den Flexgleisen direkt neu verlötet habe. Es macht schon fast Spaß. Nachdem nun alle Schienen ordentlich verlötet waren, galt es den Kurzschluss zu finden, den ich in meiner Z21 bzw. dem Gleissystem glaubte. Aber eher hatte ich einen Fehler in meinem Kopfsystem, denn ich habe den Durchgang geprüft, als die Z21 angeschaltet war. Und das kann man mit einem Durchgangsprüfer eben nicht, denn sobald die Z21 die Gleise mit Spannung versorgt, zeigt der Durchgangsprüfer automatisch einen kurzen an oder eben das gibt das Signal. Also der Kurzschluss war gar nicht die Ursache dafür, dass meine V221 nicht gefahren ist. Aber was war es dann? Da ich keine Lust hatte, weiter umständlich über die Multimaus die Loks und die Decoder zu programmieren, habe ich erstmal einen Z21 Freischaltcode bestellt. Danach konnte ich dann, zwar etwas umständlich, auch über meinen Apple-Computer statt mit einem Windows-Rechner die Z21 mit dem Router für den WLAN-Zugang freischalten. Via App war es dann auch einfacher, die einzelnen CVs der Loks auszulesen und eben auch umzuprogrammieren. Die V221 habe ich dann erstmal auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und siehe da, sie fuhr wieder. Vermutlich hatte ich wirklich, obwohl ich mir natürlich ganz, ganz, ganz sicher war, dass es nicht so sein konnte, die Lok auf dem Programmiergleis, als ich eben den Digi-Kais-Decoder programmiert habe. Den App-Zugriff habe ich dann noch einmal genutzt, um meine BR-103 von Minitrix Lufthansa Express einzustellen. Soweit so gut, aber es gab dann doch noch kurz Probleme, dass ich die Lautstärke der Soundeffekte nicht regulieren ließ. Da muss ich also irgendwann nochmal ran und schauen, was da die Ursache ist. Als dann beide Loks auf dem Gleis standen, gab es dann nochmal das Phänomen, dass die V221 wieder nicht mehr fahren wollte. Ich habe sie dann nochmal zurückgesetzt und dann lief es.
ich weiß immer noch nicht, was die Ursache war oder ist. Jetzt läuft es erstmal und dabei wollen wir es hoffentlich mal belassen. Auch der Digikeys-Decoder funktioniert jetzt mit den MTB-Motoren. Zwar ist der Ausgang 1 immer noch defekt, aber damit kann ich erstmal leben. Also, alles prima? Naja, dann war da ja noch der Staubsauger von Tomix, den ich euch beim letzten Video eigentlich zeigen wollte, wie er fährt. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich berichtet habe, dass der Tomix an den PECO-Code 55 Weichen immer aufsetzt. Ich hatte das nach der ersten Inbetriebnahme nie genau überprüft, weil die Lok letztendlich doch den Wagen problemlos drüber gezogen hat. Aber nun wollte ich doch mal der Ursache auf den Grund gehen. Und siehe da, es ist nicht der drehende Lüfter, der hier unten drunter sitzt, der aufsetzt auf den Weichen, sondern es waren die Weichen an den Fahrgestellen. Also habe ich mir den Proxon geschnappt und die Schrauben etwas abgeschliffen und jetzt passt alles. Er wird also ordentlich über die Weichen gezogen, ohne hängen zu bleiben. Tja, was bleibt, ist ein glücklicher Christian, der sich freut, dass die Z21 eben nicht kaputt ist und dass es dann doch mit dem Einbau der einzelnen Weichenmotoren jetzt weitergehen kann. Jetzt gilt es, alles ordentlich zu verkabeln und den Schattenbahnhof dann entsprechend anzuschließen. Nochmals ein großes Dankeschön an euch für die vielen, vielen Kommentare, für die 2000 Abos und die wirklich nette Community mit euch. Nicht vergessen, wenn ihr noch nicht zu den 2000 Abonnenten gehört, dann lasst mir einfach ein Abo da, hier unten rechts, und ich freue mich auf eure Kommentare und ein paar Daumen hoch oder vielleicht auch ein paar runter. Aber vielmehr noch unter meinem morgigen Spur-N-News-Video, denn da bin ich wirklich gespannt, was ihr davon haltet und wie ihr das findet. So viel jetzt erstmal von heute. Alles Gute für euch. Ich wünsche euch, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Christian von Spur-Endlich. Stadt Hannover.